Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte V und unser SK Sturm trifft morgen im Cup Achtelfinale zu Hause auf die Altacher. Es ist eben das Achtelfinale und eben gleichzeitig die dritte Runde im ÖFB Cup. Man hat sich in den ersten zwei Runden, naja, mehr oder weniger souverän durchgesetzt. Im ersten Spiel noch ein 3:0 gegen den FC Hart. Das war doch einigermaßen souverän, wobei auch da die Tore spät gefallen sind. Und dann eben gegen Alif, wo man sich wirklich sehr, sehr knapp in die nächste Runde gezittert hat. Altach ist schon ein anderes Kaliber. Man trifft eben auf eine Bundesliga Mannschaft. In der Tabelle sieht das Ganze so aus, dass wir auf Platz 1 aktuell immer noch sind und die Altacher im Moment auf Platz 7, also eher so im unteren Mittelfeld zu finden sind. Personell wird es bei unseren Jungs, glaube ich, keine größeren Überraschungen geben, also außer dass jetzt Spendlhofer ausfällt, wäre mir nichts weiteres bekannt. Ich muss dazu sagen, ich habe die Pressekonferenz leider nicht sehen können, deswegen verzeiht mir, falls ich da nicht ganz auf dem alleraktuellsten Stand bin. Aber auf jeden Fall, naja, geht es halt zum zweiten Mal schon in dieser Saison gegen die Vorarlberger. Im ersten Duell in der Bundesliga, da gab es ein sehr schmeichelhaftes, wirklich zugegeben schmeichelhaftes 0:0 für unsere Blackies gegen Altach. Das war im eigenen Stadion, allerdings unter dem Aspekt, dass man auch eine rote Karte relativ früh gesehen hat, also im ersten Durchgang noch, und sich eben dann auch darauf ein bisschen einstellen hat müssen. Von dem her, glaube ich, kann man das wirklich jetzt, dieses Spiel als Maßstab nicht wirklich hernehmen für diese Partie jetzt. Auf jeden Fall ist es eine sau wichtige Partie. Altach zu Hause, ja, nicht unterschätzen, das ist klar. Werden unsere Jungs, glaube ich, auch nicht. Ich denke, so reif ist man. Man weiß, man muss wirklich gegen jede Mannschaft an die Leistungsgrenze gehen, um wirklich den Sieg einzufahren. Die Cup-Sachen sind sowieso immer so ganz, ganz eigene Partien. Also das kann sich natürlich auch ein bisschen länger strecken, könnte ja auch Verlängerung und eventuell, ich will es nicht verschreien, Elfmeterschießen geben. Also da bin ich ganz gespannt, wie weit sich das Ganze hier ziehen wird. Ich hoffe einfach, dass sich unsere Jungs da wirklich konzentrieren und einfach reinhauen, den Gegner eben keine Sekunde lang irgendwie unterschätzen. Aber wie gesagt, das ist meine geringste Sorge. Und ich bin mir dann auch sicher, dass wir qualitativ die Altacher auch wieder, tja, zum Ausscheiden bewegen können, eben, dass unsere Blackies die nächste Runde, das Viertelfinale, dann auch erreichen. Bei Altach personell, man weiß es ja, der eine oder andere Ex-Schwarz-Weiße bei den Vorarlbergern unter Vertrag. Dobras, Piesinger und auch Koli Kobras fallen mir da ganz spontan mal ein. Auch die werden so wie immer eigentlich motiviert natürlich gegen uns sein. Gerade Dobras aktuell doch in sehr guter Form oder sehr auffällig auf jeden Fall. Von dem her, naja, auf den halt ganz besonders unter anderem Acht geben. Tja, in diesem Sinne war es das dann auch schon. Ich wünsche euch dann einfach noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, unsere Jungs machen das morgen und schauen, dass sie in allerspätestens 120 Minuten und vielleicht ein paar zerquetschte die nächste Runde erreichen. Im Endeffekt zählt im Cup wirklich nur eins und das ist der Aufstieg. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei TheLensTV. Euer Elias, auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.